Feuerwehr-TV wird Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen. Spannende Unterhaltung mit Feuerwehr-TV wünscht Ihnen die Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Was für Schulklassen die Bundesjugendspiele sind, ist für die Feuerwehr der Landesentscheid der Feuerwehrleistungsübungen. Deshalb sind wir heute im nordhessischen Korbach zu Gast, denn hier treten 21 Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehren und mehr als 60 Jugendteams an. Neben mir steht jetzt sozusagen der Mannschaftskapitän von allen, der Übungsleiter Silvio Burlon. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Burlon, wir sehen es schon hinter uns, da passiert eine ganze Menge Action. Vielleicht können Sie uns und den Zuschauern mal ganz kurz erklären, was für Wettbewerbe finden denn hier statt? Ja, hier treten 21 Mannschaften aus ganz Hessen gegeneinander an. Die hatten sich vorher über Kreisentscheide und dann Entscheide in den drei Regierungspräsidien dafür qualifiziert. Es sind also im Grunde die 21 Besten. Und selbst der den letzten Platz belegt, hat ja noch ganz viele andere hinter sich gelassen, die nicht so weit gekommen sind. Mhm. Was wir da sehen, sind drei Bahnen, also jeweils drei Mannschaften machen die gleiche Übung. Und zwar ist simuliert mit einer Holztür und abgesteckt und mit Flatterleine abgesperrt eine Wohnung. In dieser Wohnung brennt es. Die Einsatzkräfte dringen da entsprechend ein, mit der Nase auf der Erde, damit sie nicht von Flammen getroffen werden können, öffnen also aus der Deckung die Tür, retten eine Person, die hier von einer schweren Puppe dargestellt wird, machen anschließend die Brandbekämpfung, also das sind so drei Metallklappen, die umzuspritzen sind, und dann droht eine Brandausbreitung, die müssen das Gebäude schnell verlassen, es hat also irgendwo anders auch noch gebrannt, und müssen dazu über die mitgebrachte Leiter zurückflüchten und sammeln sich dann an Verteiler. Das Ganze macht man nicht aus purem Spaß an der Freude, wie der Hesse sagt, sondern das hat eine historische Bedeutung. Ja, nicht nur einen historischen Hintergrund und eine aktuelle Bedeutung, so könnte man es vielleicht auch beschreiben. Es ist so, dass diese Einsatzkräfte häufig aus kleineren Feuerwehren kommen. Schon vor über 40 Jahren haben Feuerwehrleute in Hessen gedacht und gesehen, dass zu wenig geübt wird. Die kleinen Feuerwehren haben so wenig Einsätze. Wenn sie aber einen haben, müssen sie genauso fit sein wie eine Großstadtfeuerwehr. Den Menschen muss ja genauso geholfen werden auf dem Dorf wie sonst auch. Also haben sie überlegt, was kann man tun? Es wurden diese hessischen Feuerwehrleistungsübungen entwickelt. Damals wurde noch eine andere Übung gemacht als heute. Heute, die hat einen deutlich höheren Praxisbezug. Und Sinn ist halt, die Feuerwehrfrauen und Männer, ich sage jetzt mal das Wort, zu zwingen, obwohl das nicht so bösartig gemeint ist, möglichst viel Ausbildung und Übung zu betreiben, um halt für den Fall der Fälle fit zu sein. Jetzt sind Sie verantwortlich für diesen Übungsplatz hinter uns. Was für eine Organisation steckt da im Vorfeld dahinter? Es gibt da eine Ausschreibung, die von meinen Mitarbeitern zusammen mit freiwilligen Feuerwehrleuten entwickelt wurde. Die ganzen Übungsobjekte haben wir aus Kassel mitgebracht. Wir sind mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier, um diesen Landesentscheid durchzuführen. Zudem werden noch pro Laufbahn 5 Schiedsrichter, die aus freiwilligen Feuerwehren von uns ausgewählt aus ganz Hessen kommen. Die Mannschaften sind aus ganz Hessen, also sollen auch die Schiedsrichter von überall kommen, damit keiner das Gefühl hat, da ist irgendwie eine Truppe, die hat sich schon vorher abgestimmt. Und das klappt gut. Also da steckt eine ganze Menge Man- und auch Woman-Power dahinter. Vielen Dank, Herr Burlon, für die kurze Einordnung. Und wir gehen jetzt mal rüber ins Stadion und schauen uns ein bisschen hier weiter um. Vom Asphalt geht's jetzt auf den Rasen. Wir stehen nämlich mittendrin im Stadion am Hauer hier in Korbach. Denn hier tummeln sich mittlerweile fast 1000 Kinder und Jugendliche. Und neben mir steht Michael Wickenhöfer, Fachbereichsleiter Wettbewerb bei der Hessischen Jugendfeuerwehr. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, so viele Kinder und Jugendliche haben noch nie teilgenommen. Knapp 1000 Stück. Ein unglaublicher Erfolg, glaube ich, schon mal diese Zahl allein. Ja, das ist gigantisch für uns dieses Jahr. Wir liegen bei 66 Mannschaften. Das kommt ein bisschen daher, dass wir zum ersten Mal in diesem Jahr einen Staffelwettbewerb anbieten, den es so noch nie gegeben hat in der Form. Und dementsprechend sind wir bei locker 10 Mannschaften mehr als in den letzten Jahren. Das ist ein tolles Ereignis für uns und auch eine tolle Aktion, die wir dieses Jahr fahren. Lassen Sie uns ein bisschen über die Wettbewerbe sprechen, die hier so ablaufen. Die orientieren sich ein bisschen an denen von den Erwachsenen drüben.
üben, aber ein paar wichtige Sachen wurden rausgelassen, zum Beispiel das Wasser. Ja, genau. Natürlich geht hier logischerweise die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen auch vor. Die Wettbewerbe sind natürlich angelehnt an das Feuerwehrwesen. Das ist ja auch das Ziel, was wir haben. Die Jugendlichen sollen ja ausgebildet werden, auch für die Feuerwehr. Und dementsprechend haben wir natürlich die Wettbewerbe auch so aufgestellt. Aber Sie haben recht, der Unterschied ist tatsächlich, es gibt kein Wasser. Sie werden auch sehen, dass wir viele Dinge dabei haben, die eher zu Jugendlichen nochmal passen. Es soll auch ein bisschen Spaß machen in der Jugendfeuerwehr, das ist klar. Aber es gibt ein paar Unterschiede und trotzdem ist das Ziel natürlich, die Jugendlichen auszubilden für die Feuerwehrarbeit später. Und dabei gilt das olympische Motto, dabei sein ist alles. Das heißt, nicht nur der Erstplatzierte bekommt am Ende einen Preis, sondern jede Gruppe, die teilnimmt. Das ist richtig, ja. Wir haben für jede Gruppe in diesem Jahr einen tollen Preis. Es gibt in diesem Jahr eine Kühlbox, was man auch gebrauchen kann entsprechend für die Jugendfeuerwehrarbeit. Das ist ein ganz wichtiges Thema, die auch entsprechend zu unterstützen, die Arbeit. Und wir überlegen jedes Jahr, was es Tolles geben kann. Und in diesem Jahr ist es eben eine Kühlbox, die man auch direkt mitnehmen kann für Freizeiten und alles, was eben die Jugendfeuerwehr sonst noch macht. Neben Wettbewerben natürlich auch. 1000 Kinder und Jugendliche, diese unglaubliche Zahl, beweist ihr auch, dass weiterhin bei den Nachwuchskräften diese Motivation da ist, sich für die Feuerwehr zu engagieren? Also wir können zumindest in vielen Landkreisen davon berichten, dass es so ist. Und die Wettbewerbe sind nach wie vor natürlich ein wichtiger Faktor auch für die Jugendarbeit. Es gibt viele wichtige andere Themen nochmal bei der Jugendfeuerwehr. Wettbewerbe bilden so einen Schlüsselfaktor auch letztendlich in der Zeit von Mai bis vielleicht August. Die andere Zeit muss ja auch noch sehr gut gefüllt werden, das schaffen wir ganz gut. Aber die Wettbewerbe sind schon in der Sommerzeit eigentlich ein sehr wichtiger Faktor. Und man merkt, dass die Jugendlichen nach wie vor mit Feuereifer dabei sind. Ob das eben ein Wettbewerb ist wie dieser hier, ob das die Leistungsspange ist oder viele andere Wettbewerbe, die wir haben. Da ist schon noch sehr viel Motivation und man merkt es auch bei den Gruppen, glaube ich, wenn man so ein bisschen auf den Platz schaut. Da ist schon der Wunsch auch, ganz nach vorne zu kommen, auch wenn der olympische Gedanke natürlich zählt, aber das ist schon ein wichtiges Thema, ja. Gerade mit dem Herr Burlon, der ja für die Erwachsenen zuständig ist, schon drüber gesprochen. Wie viele Schweißperlen standen auf Ihrer Stirn bei der Organisation dieses Tages heute? Ja, wir haben ja im Grunde genommen den riesigen Vorteil, dass natürlich die Kameraden hier aus Korbach die Hauptarbeit übernehmen, wenn sie eben so den Platz anschauen. Es ist schon einiges auch für uns noch zu tun, sowohl für die Geschäftsstelle, die da einfach einen sehr, sehr großen Anteil auch bei uns hat, als natürlich auch bei den Fachgebietsleitern. Da ist schon ein bisschen was zu tun im Vorfeld, aber ein bisschen Routine haben wir auch. Was uns dieses Jahr wirklich ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat, waren eben die 66 Mannschaften, mit denen wir nicht so ganz planen konnten in den letzten Jahren. Wir haben es, denke ich, ganz gut hinbekommen jetzt. Bis jetzt gab es keine größeren Probleme. Wir liegen auch im Zeitplan. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und Sie hatten auch Glück mit dem Wetter, das ist schon mal die Hauptsache. Vielen Dank, Herr Wickenhöfer. Ja, danke auch. Und dann unterhalten wir uns jetzt nochmal mit ein paar Teilnehmern. Okay, ich habe drei Jugendliche gefunden, die gerade fertig geworden sind auf dem Übungsplatz. Wo kommt ihr her, von welcher Feuerwehr? Baunatal Rengershausen. Okay, Baunatal, habt also nicht so eine ganz lange Anreise gehabt. Was habt ihr gerade gemacht hier im Stadion? Ja, den B-Teil. Also da muss man, Staffellauf ist das, verschiedene Aufgaben muss man machen. Nicht jeder, manche müssen auch nur laufen, aber ja. Okay, und hat Spaß gemacht? Ja, klar. Ist immer Motivation, vor allem wenn man jetzt zu dritt läuft, damit man die andere Gruppe überholt und ja. Es ist eine richtig coole Atmosphäre hier. Die Fans, die stehen mit Plakaten an der Seitenlinie. Was macht die ganze Atmosphäre hier so aus? Ja, also man hat halt, weiß ich nicht, also es macht einfach Spaß. Also ich bin froh hier zu sein, ja. Okay. Die Atmosphäre ist auch gut. Was macht für dich die Atmosphäre hier so aus? Ja, genau dasselbe. Halt, es ist mal gut zu sehen, wie gut die anderen Feuerwehren sind und ja, schön hier zu sein. Wie habt ihr euch bis jetzt so geschlagen? Was denkt ihr, habt ihr noch Chancen auf einen Spitzenplatz? Ja, Spitzenplatz jetzt nicht. Das war das erste Mal, dass wir Landesentscheid sind. Aber dafür, dass wir das erste Mal mitgemacht haben, war es schon eine gute Leistung. Okay. Ja. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen. Und wir verabschieden uns in eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Gleich geht's weiter mit Feuerwehr TV, präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Jetzt geht's weiter mit Feuerwehr TV, präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Willkommen zurück bei den Feuerwehrleistungsübungen im nordhessischen Korbach. Jetzt wie immer mit dem Sicherheitstipp der Unfallkasse Hessen. Dazu steht Katrin Weiß von der UKH neben mir. Hallo. Hallo. Auch aus Sicht der Unfallkasse Hessen machen diese Wettbewerbe richtig viel Sinn. Warum?
Ja, bei diesen Feuerwehrwettbewerben werden die feuerwehrspezifischen Tätigkeiten trainiert und jeder Feuerwehrangehörige hat die Möglichkeit, seine eigene Leistungsfähigkeit zu überprüfen. Und das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, denn im Einsatz muss alles stimmen, es muss alles passen. Und wir freuen uns, wenn diese Tätigkeiten immer wieder geübt werden und ich immer wieder selbst merke, wie fit bin ich. Der sportliche Wettkampf, der steht ja bei Feuerwehren generell ganz weit oben. Da werden Fußballturniere veranstaltet oder solche Veranstaltungen wie heute. Sind die denn immer versichert? Ja, also insbesondere hier die Tätigkeiten, das ist ja klassischer Feuerwehrdienst. Aber auch wenn Feuerwehren untereinander zum Beispiel ein Fußballturnier veranstalten oder andere Turniere, um die sportliche Betätigung zu fördern, dann stehen die auch unter Versicherungsschutz. Wichtig ist, dass es eben eine offizielle Veranstaltung ist, die vom Verantwortlichen der Feuerwehr auch so im Dienstplan aufgenommen wurde. Warum ist der Sport so unglaublich wichtig für die Feuerwehr? Ja, wir haben da natürlich den Präventionsgedanken, Unfallverhütung. Und wir alle kennen die hohen Belastungen. Wir haben da schon oft drüber berichtet, die hohen Belastungen, die an jede einzelne Einsatzkraft im Einsatz gestellt werden. Und um hier eben fit zu sein, muss ich mich sportlich betätigen. Ich muss eben eine gewisse Kondition aufbringen und muss auch selber die körperliche Leistungsfähigkeit weiter verbessern und ausbauen. Und dann ist es eben so, dass wenn auch mal ein Einsatz, zum Beispiel unter Atemschutz stattfindet, dass dann der Kreislauf eben auch durchhält. Was kann ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr denn tun, um sich sportlich fit zu halten? Ja, am besten ist es, wenn ich regelmäßig am Dienstsport in der Feuerwehr teilnehme. Der sollte darauf ausgerichtet sein, die feuerwehrspezifische Leistungsfähigkeit weiter zu fördern. Und wie das am besten funktioniert, lernt man zum Beispiel in den Sportseminaren, die wir speziell für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren anbieten. Richtige Leistungssportler unter den Feuerwehrangehörigen, die kennen sich natürlich aus. Für Leute, die jetzt normal nicht so viel Sport machen, gibt es noch irgendwelche Ratschläge, was an so einem Tag zu beachten ist? Ja, egal ob hier bei der Einsatzabteilung oder drüben bei der Jugendfeuerwehr, ist natürlich die persönliche Schutzausrüstung das Wichtigste. Daran denken, sich gut vorbereiten, warm machen und dann auch ein bisschen auf sich selbst hören, kein Risiko eingehen. Denn am schönsten ist es, wenn man gewonnen hat und alle gesund und gebührend feiern können. Okay, Spaß hatten wir heute eine ganze Menge. Vielen Dank, Frau Weiß. Bitteschön. Und vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Damit verabschieden wir uns von den Hessen-Meisterschaften der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von Feuerwehr TV wiedersehen. Bis dann. Feuerwehr TV wurde Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda-Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda-Bank.